Yep, es ist ein bisschen traurig, aber wahr. Wir treffen unsere Liebsten und Verwandten nicht mehr so oft, wie wir es vor einigen Jahren noch getan haben. Aber dank Smartphone und Internet bleiben wir trotzdem in Kontakt und können sogar gemeinsam Spiele spielen. Und zwar ganz schön lustige. Nummer 1. Emoji Challenge. Versuch alles, was du deinem Freund zu sagen hast, zum Beispiel den letzten Klatsch und Tratsch, mit Emojis zu übermitteln. Dein Freund muss deine Nachricht interpretieren und dir antworten, was du damit meinst. Wenn du zum Beispiel ein Auge, einen Löwen und einen Kron-Emoji schickst, könnte dein Freund erraten, dass du gerade König der Löwen gesehen hast. Nummer 2. WWDT. Das steht für Was würdest du tun? Denk dir irgendein verrücktes Szenario aus. Dann fragst du deinen Freund, was er tun würde, wenn diese Situation in der Realität eintreten würde. Je bizarrer und verdrehter die Frage ist, desto interessanter wird das Spiel. Zum Beispiel, stell dir vor, du bist allein zu Hause und plötzlich siehst du, wie sich deine Kühlschranktür öffnet. Was würdest du tun? Oder was, wenn du plötzlich als Hund aufwachst? Was würdest du tun? Nummer 3. Abkürzungen. Das ist eines der härtesten Textspiele, aber es macht auch hart Spaß. Die meisten Abkürzungen haben wir aus dem Englischen übernommen, zum Beispiel LOL für laut lachen. Vielleicht nutzt du auch Dubido für du bist doof. In diesem SMS-Spiel solltest du aber gebräuchliche Abkürzungen nutzen oder welche, die zur Situation passen. Zum Beispiel muss dein Freund erraten, dass BRADUHI für brauchst du Hilfe steht. Nummer 4. Rate den Song. Texte deinen Freunden eine Zeile aus einem Lied. Der Erste, der den Titel des Songs antwortet, hat gewonnen. Wenn niemand das Lied nach der ersten Zeile errät, fügst du eine weitere Zeile hinzu, bis jemand das Lied erkennt oder bis deine Freunde aufgeben. Nummer 5. Geschichten konstruieren. Du beginnst eine Geschichte mit einem Satz. Dein Freund antwortet dir mit dem nächsten Satz. Macht so weiter, bis ihr eine Geschichte getextet habt. Die Geschichte ergibt keinen Sinn. Keine Sorge, das musst du ja auch gar nicht. Das Hauptziel dieses Spiels ist, Spaß zu haben. Nummer 6. Glück, Unglück. Bei diesem Spiel geht es auch um das Erzählen einer Geschichte, aber dieses Mal schreibt einer von euch glückliche und der andere unglückliche Aussagen. Du schreibst zum Beispiel, ich bin aufgewacht und zur Arbeit gegangen. Dein Freund schreibt dazu, leider habe ich vergessen, dass Sonntag ist. Dann schreibst du, zum Glück habe ich dran gedacht, dass ich frei habe, bevor ich in den Bus gestiegen bin. Es ist besser, dieses Spiel mit einer ungeraden Zahl von Teilnehmern zu spielen. Auf diese Weise hat nämlich jeder die Chance, sowohl glückliche als auch unglückliche Aussagen zu texten. Nummer 7. Freunde. Dieses Spiel zeigt, wie gut du deine Freunde kennst und wie gut sie dich kennen. Schickt euch gegenseitig Fragen über euch selbst und eure Freundschaft. Zum Beispiel, wann haben wir uns zum ersten Mal getroffen? Wer ist mein Lieblings-Superheld? Der Freund, der die meisten richtigen Antworten gibt, gewinnt. Nummer 8. Wahrheit oder Pflicht? Ja, du kannst Wahrheit oder Pflicht auch übers Texten spielen. Stell Fragen zu Dingen, die dein Freund lieber geheim halten möchte. Und entscheide, was dein Freund tun muss, wenn er sich weigert zu antworten. Zum Beispiel dir ein Mittagessen spendieren oder im Supermarkt Breakdancen. Nummer 9. Welcher Film ist das? Wenn du und deine Freunde Filme mögen, dann texte eine Zeile aus einem Film und die anderen müssen den Titel erraten. Du sendest zum Beispiel Hasta la vista, Baby. Und bekommst die Antwort Terminator 2. Falls es zu schwierig ist, auf den Filmtitel zu kommen, kannst du zusätzliche Hinweise geben. Nummer 10. Reime. Du beginnst, indem du deinem Mitspieler einen Satz oder nur ein Wort schreibst. Als Antwort musst du einen Satz oder ein Wort bekommen, das sich reimt. Spielt so lange, bis einer nicht mehr weiterkommt. Ich gucke aus dem Fenster. Ich sehe Gespenster. Nein, es ist ein Gangster. Und so weiter. Nummer 11. Rätsel. Rätsel machen Spaß, sind unterhaltsam und können einfach übers Telefon gespielt werden. Schick deinem Gegner ein Rätsel. Aber denk dran, dass es nicht zu kompliziert sein sollte, sonst nimmt es dem Spiel den ganzen Spaß. Du kannst auch die Anzahl der Rateversuche begrenzen, um das Spiel am Rollen zu halten. Ich frag dich also jetzt, was existiert, bis du es kennenlernst und sobald du es kennst, verschwindet es. Schreib deine Antwort in die Kommis. Nummer 12. Cleveres Spiel. Wählt ein Thema aus und stellt euch gegenseitig Fragen dazu. Es kann etwas sein, das ihr in der Schule gelernt habt oder etwas aus dem Internet. Wer als erster 10 richtige Antworten geben kann, hat gewonnen. Es gibt aber eine Regel. Nicht googeln. Nummer 13.
sehr wahrscheinlich. Du brauchst nichts weiter als eine Liste von Fragen und einen Gruppenchat, um dieses Spiel zu spielen. Frag deine Gegner sowas wie, wer bestellt wahrscheinlich 5 Pizzen und isst sie ganz alleine? Dann muss jeder die Person auswählen, auf die diese Frage am wahrscheinlichsten zutrifft. In diesem Fall war die Antwort ich. Nummer 14. Beende meinen Satz. Du schreibst deinem Freund den Anfang eines Satzes und er muss ihn beenden. Versuch, bescheuerte, unerwartete Aussagen zu machen. Dann wird das Spiel besonders lustig. Zum Beispiel, ich reite auf einer Giraffe ins Büro und du bist wieder dran. Schreib den Satz zu Ende unten in den Comments. Nummer 15. Voreingestellte Antworten. Du musst mehrere Wörter vorgeben, die die anderen als Antwort auf deine Frage wählen können. Zum Beispiel textest du Kaffee, Toilette, Straßenbahn, Laptop. Dann kannst du jede beliebige Frage stellen. Wo arbeitest du? Toilette. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Straßenbahn. Nummer 16. Würdest du lieber? Du musst deinem Freund zwei schwierige Entscheidungen anbieten. Mach sie so schwierig wie möglich. Zum Beispiel, würdest du lieber wie ein Affe reden oder wie ein Affe aussehen? Würdest du lieber an einer Klippe hängen oder vor einem wütenden Bären davonlaufen? Seid kreativ. Nummer 17. Buchstabenmix. Ein Gegner wählt ein Wort und dann müssen alle anderen aus diesen Buchstaben so viele neue Wörter wie möglich bilden. Das Spiel wird spannender, wenn du ein Zeitlimit festlegst, zum Beispiel 20 Sekunden. Der Spieler mit den meisten neuen Wörtern gewinnt. Komm, wir spielen kurz Buchstabenmix mit dem Wort Sonnenseite. Ich bilde daraus das Wort Entenei. Jetzt bist du dran. Schreib mir dein Wort in die Comments. Nummer 18. Kategorie. Wählt eine beliebige Kategorie und schreibt abwechselnd so viele Wörter zu dieser Kategorie, wie euch einfallen. Zum Beispiel findet Worte, die auf Ment enden. Dement, Element, Zement, Apartment und so weiter. Denkt dran, ein Zeitlimit zu setzen. Der Erste, dem die Wörter ausgehen, verliert. Nummer 19. 20 Fragen. Du wählst wieder eine Kategorie, zum Beispiel einen Ort oder ein Objekt. Dein Gegner beginnt, Ja-Nein-Fragen zu stellen. Seine Aufgabe ist es, dein Wort mit nicht mehr als 20 Fragen herauszufinden. Nummer 20. Assoziationen. Du schickst deinem Freund ein Wort und er muss mit dem antworten, was ihm als erstes in den Sinn kommt. Im Idealfall sendet er ein Wort, das er mit deinem Wort assoziiert. Setz wieder ein Zeitlimit von 5 oder 10 Sekunden, um das Spiel spannender zu machen. Nummer 21. Wo bin ich? Du musst deinen Freund raten lassen, wo du bist. Du kannst ihm ein paar Hinweise schicken. Ich bin von Wasser umgeben. Ein Schwimmbad? Du musst natürlich nicht an dem Ort sein. Du kannst ihn dir auch einfach ausdenken. Zum Beispiel, ich bin auf dem Mars oder so. Nummer 22. Ich habe noch nie. Im Gegensatz zu dem Ich habe noch nie Spiel, das gerne bei Weihnachtsfeiern in großen Firmen gespielt wird, beinhaltet die Textversion nichts mit Trinken oder irgendwelchen bizarren Dingen, die getan werden müssen. Jeder Spieler hat 10 Leben, genau wie die Anzahl der Finger. Du verlierst jedes Mal einen Punkt, also ein Leben, wenn jemand etwas gemacht hat, das du noch nicht getan hast. Die Hauptregel dieses Spiels ist klar, du musst ehrlich sein. Nummer 23. Nur Fragen. Deine Aufgabe besteht darin, Fragen mit Gegenfragen zu beantworten. Zum Beispiel, bist du ein Student? Bist du reich? Du darfst aber keine bereits gestellten Fragen wiederholen. Sei schnell. Der Spieler, der eine lange Pause macht oder nicht mit einer Gegenfrage antwortet, hat verloren. Nummer 24. Ich gehe zu, alias, ich packe meinen Koffer. In diesem Spiel gibt es 2 Sätze. Ich fahre und ich nehme. Alle Spieler müssen die Lücke füllen, beginnend mit dem Buchstaben A, dann B und sich bis zum Buchstaben Z durcharbeiten. Ich fange mal an. Ich fahre zum Flughafen und nehme einen Alligator mit. Der Spieler, der bei einem Buchstaben hängen bleibt, ist der Loser. Nummer 25. Spiel mit dem letzten Buchstaben. Du gibst ein Thema vor und alle Wörter im Spiel müssen mit diesem Thema in Verbindung stehen. Der erste Spieler beginnt mit einem Wort und der nächste Spieler muss ein neues Wort schreiben, das mit dem letzten Buchstaben des vorhergehenden beginnt. Nehmen wir das Thema Superhelden. Du tippst Spider-Man. Der nächste Spieler antwortet mit Neutron und dann muss jemand mit einem Superhelden antworten, dessen Name wieder mit N beginnt. Nummer 26. Umgekehrt. Erzähl deinem Freund von deinem Tag oder deiner Wochenplanung, aber alle Wörter in deinem Text müssen in umgekehrter Reihenfolge stehen. Dein Freund muss auch in umgekehrter Reihenfolge antworten. Halt diese Kommunikation so lange aufrecht, bis einer von euch einen Fehler macht.
Zum Beispiel, ich habe heute versucht, ein Taxi einzuholen, aber der Taxifahrer ist einfach losgefahren. Losgefahren einfach ist der Taxifahrer, aber einzuholen Taxi ein versucht heute habe ich. Nummer 27. Wer bin ich? Wähle eine Person aus. Es kann ein Prominenter sein oder jemand, den du und auch deine Mitspieler kennen. Beginn diese Person zu beschreiben, bis die anderen eine Idee haben, wer es ist. Um das Spiel interessanter zu machen, setz wieder ein Zeitlimit oder begrenz die Vermutungen. Nummer 28. Lustige Bilder. Wähle eine Kategorie aus und such im Internet nach lustigen Bildern oder Memes zu diesem Thema. Schick sie hin und her. Bei diesem Spiel gibt es keinen Gewinner oder Loser. Es macht halt einfach Spaß. Apropos Spaß. Viel Spaß mit den Spielen. Das war's für heute. Wenn du heute was Neues oder Cooles gelernt hast, dann gib dem Video gerne ein Like und teil's mit deinen Freunden. Hier gibt's noch andere coole Videos, die dir bestimmt gefallen werden. Klick einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.